jetzt was sagen sollen? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Apex Legends. Mit dabei die Orca-Blase und der Virus-Eber. Wir landen am Rand der Map und sind als Lober, Pathfinder und Wraith unterwegs. Und der Esel nennt sich zuerst, deswegen habe ich mich selber genannt. Ich reacte auf mein Gameplay und hoffe, dass wir euch unterhalten können. Schauen wir mal, wie viele Gegner hier landen am neuen Spot. Ein Team sicherlich schon. Kanon 1, gute Waffe. Aber ist weit weg von mir. Aber zu zweit haben wir den Octane. Und so sieht das aus, wenn man den Mastiff-Schuss auch trifft. Ist bei mir leider selten der Fall. Wobei ich mir ein paar Mal schon die Replays angeschaut habe. Verstehe manchmal nicht, warum ich nicht treffe. Aber okay. Liegt wahrscheinlich an unserem nicht so super tollen Internet. Und weil ich sehr unskillig bin. Wobei manche echt drauf sind und zählen. Das ist schon schade. Das ist ja auch das Problem seit Season 5 mit der Hitbox. Gibt es einige Videos schon zu. Was ich neuerdings für einen richtigen Bug habe, den habt ihr sicherlich schon in Videos gehört. Habe ich noch nicht erwähnt. Es tut mir echt leid. Ist dieser wirklich blöde Soundbug. Erstmal den Kampf abwarten. Dazu muss ich, glaube ich, nichts sagen. Das war nicht der Server oder das Internet. Das war reiner, absoluter Kack-Aim. Aber wegen dem Soundbug. Dieses, als hätte man im Kopfhörer eine Störung, die man dann aber leider in dem Video hört. Und deswegen tut es mir leid, wenn ihr das im vorherigen Video schon gehört habt. Ich habe es nicht erwähnt. Sorry dafür. Das kommt vom Spiel, nicht von uns. Und diesen Bug habe ich seit Season 5. Ich hoffe trotzdem, dass ihr die Folgen sehen könnt und sie halbwegs erträglich für eure Ohren sind. Auch wenn ihr Kopfhörer benutzt. Tut mir leid, ich kann daran nichts ändern, aber wenn eine gute Runde dabei ist, möchte ich sie trotzdem hochladen. Deswegen, hoffentlich verzeiht ihr mir das, auch wenn ich nichts dafür kann. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal wieder auf den Fight hier. Wir haben der Shop hat geöffnet, Leute. Ich baue einen Tunnel. da hat die Raisin einen Tunnel gebaut, weil sie noch die Quest gebraucht hat. Ja, ihr gesagt haben, komm. War das ja schnell. Falls ihr euch triggert, alles gut. Kein Problem. Wir wissen, dass wir manchmal richtige Affen sind. Aber wir sind wenigstens offen darüber und versuchen nicht hier zwangsläufig richtig zu hard tryen. Also in den Fights natürlich oder auch manchmal in manchen Runden, wo du sagen willst, hey komm, die Runde war jetzt so gut. Aber ansonsten sind wir eigentlich eher unterwegs und machen ein bisschen Spaß. Hauptsache es ist halt witzig und unterhaltend. Und wenn wir hard tryen würden, wären wir eh so schlecht. Von daher, das ist, glaube ich, unsere einzige Möglichkeit, das mit Humor zu nehmen, das Ganze. Anstatt da immer reinzutilten nach jedem Match. Sollte mir mal komplett verkacken. Schwere Munition brauche ich. Jawohl. Oh, ich glaube, ich erinnere mich an die Runde. Oh mein Gott. Für meine Freundin nur das Beste. Ja, an die erinnere ich mich. Wird gleich lustig werden. Kleiner Spoiler. Richte eine Seilrutsche ein. Also ich finde es zumindest lustig. Aufladungsturm. Kondensator. Hier ist ein Schutzschlitzverschluss. Stufe 3. Hat jemand Lust, was zu kaufen? Noch 9 Teams am Leben. Relativ wenige für die erste Zone.
Oder ist es doch eine andere Runde? Stufe 2. Ihr seht, ich habe absolut den Durchblick. Ich will jetzt mal nichts versprechen, aber ich glaube, es ist die Runde. Wenn doch, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, dass ich absolute Null bin. Vielen Dank. Hier finden wir bestimmt was Gutes. Aber wie ihr seht, Kondensator, komplett ungelootet. Kein einziges Team bei uns. Schade. Bereit machen! Zeit für die Seilrutsche! Endzone wird beim Markt rum sein. Hoffen wir mal, dass wir die überleben können. Und das meinte ich. Von Aufladungsturm zu Aufladungsturm. Nächster Aufladungsturm. Nächster Markt. Und was ist drin? Blaue Rüstung immerhin. 2x4-Fach-Scope. Meine Lieblingsbeute, alles was mir gehört. Gute Wahl, du hast wirklich Geschmack. Da ich aber noch Bock habe auf einen dritten Aufladungsturm, das meinte ich eben vorher mit der lustig, könnte man den dritten ja auch noch mitnehmen. Ich kann eine Seilrutsche benutzen. Ich zum Beispiel. Weiß gar nicht, ob der Aufladungsturm dermaßen leise ist. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, das gegnerische Team zu uns finden. Diesmal wurden wir nicht für unseren Ehrgeiz belohnt. Ich habe die blaue Rüstung nicht mitgenommen vom Markt. Aber kein Problem. Und legt nämlich eine. Habe ich gewusst. Habe ich vorhergesehen. Den habe ich hier unten nicht mitgenommen. Könnt ihr mal ein Like dafür da lassen? Der ist richtig gut gewesen. Der Move. Nein. War ein Spaß. Habe ich komplett übersehen und bin größte Lappen, aber das weiß ich schon, von daher kann ich damit umgehen. Es ist wieder das, was ich meine mit diesem Leerlauf, den man in der Mitte der Runde hat. Bis dann endlich mal weitere Teams auftauchen. Was ich eigentlich ganz schade finde, dass die Landespots so, naja, essentiell wichtig sind. Vielleicht müssen wir doch mal in den aggressiveren Landespots landen und hoffen, dass da mehr Action ist. Mal schauen. Verwundert mich trotzdem, dass von der Artillerie keiner kommt. Da hätte ich schwer mit gerechnet. Artillerie ist doch auch beliebt. Zumindest wenn wir hinfliegen, sind immer 5 Leute. Und wisst ihr, was ich da gesehen habe? Aufladungsturm rechts. Wir haben 4 Aufladungstürme, 4 Märkte benutzt und keine lila Rüstung gefunden. Da wird vor sich doch mal eine Lifeline mit dem Care-Paket. Es wären 4 Care-Pakete von der Lifeline gewesen. Und hier gibt es wirklich gar nichts. Aber ich wollte euch hier mal in der Runde natürlich nur die Aufladungsturmmechanik zeigen und wo sie so auf der Map positioniert sind, wo ihr sie benutzen könnt. Ne? Absolut absichtlich. Aber da sind noch welche. Da habe ich überlegt, ob ich schießen soll. Wir wollten uns aber sneaky ranschleichen. Da habe ich verkackt. Aber ich bin Loba. Dann können wir weiter pushen. Uns sicherlich auch schon gehört. Links von uns. Splittergranate unterwegs. Oben. 50 Leben hat sie. Werde beschossen. Oben noch die Lifeline. Hat natürlich den besseren Spot da oben. Die Brace pusht sie jetzt. Ist ein Glückstag. Ich bin da. Aber 3 gegen 1 jetzt gleich. Sollten wir doch machen. Vor allem, weil die Lifeline eh gedamaged war.
Aber sie holt unsere Race. Gib nicht auf. Genau das meine ich. Die Heildrohne hat sie theoretisch verraten, wo sie in dem Moment war. Zur vorherigen Folge, wo ich gesagt habe, man muss ungefähr abschätzen können, wann kann ich sie einsetzen, wann nicht. Sicherlich war das kein falscher Zeitpunkt, weil was hat sie zu verlieren. Aber dadurch wusste ich halt ganz genau, sie ist nicht mehr auf dem Berg. Sie ist genau unten, ein Meter hinter ihr. Und da kam auch, glaube ich, schon das nächste Team. Man, glaube ich, gehört. Und noch vier Teams. Wir haben, glaube ich, insgesamt 1, 2, 3, 5, 5 oder 6 Botkills. Bei Teams hatten wir halt leider bloß. The Race ist noch hart angeschlagen. Und ja. Der Backseat-Autoschießer kommt da. Und jetzt sitzen wir in der Falle. Was macht man hier? Weinen? Schießen? Oder ein Portal durch die Zone machen? Während man fast stirbt und hofft, dass das Portal endlich fertig wird. Oh mein Gott. Hab ich meinem Teammates Deckung gegeben? Und bin jetzt leicht ramponiert, müsste ich mal sagen. Hat er leider die Schildbatterie nicht ausgewählt zuerst. Ich habe keine Medikit. Dauert jetzt erstmal. Und da sieht man dann schon wieder hüpfen. Das heißt, keine Zeit mehr zum Heilen. Gute Hits, wirklich gute Hits. Muss die Zeit schinden für mich, damit ich die Schildbatterie durchbekomme, aber sie schafft es auch so. Perfekt. Gute Runde. Die Lifeline habe ich meiner Meinung nach wieder ein bisschen öfter gehittet, als es gezählt hat. Ich habe ab und zu mal scheppern hören, wo es keine Schadenszahlen gab. Das habe ich teilweise mal, wie ich schon gesagt habe in der letzten Folge. Kann aber auch sein, dass ich komplett daneben geschossen habe. Dafür habe ich den Octane vorher durch den Busch Hits gegeben. Die schweren habe ich getroffen, die einfachen auf die Lifeline nicht. Aber auch meine Teammates stark geschossen, stark gespielt. Müssten jetzt halt 9 Squad Kills haben. Wir haben 30 Sekunden, um den nächsten Ring zu erreichen. Einiges an Damage. Ich frag dich nicht, wenn du Schlag machst. 3 Teams noch am Leben. Die Kette hätte ich noch mitnehmen können, aber ich glaube, ich habe 2-3 Stück schon. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, manchmal haben wir halt doch ganz coole Moves drauf. Also ich muss jetzt, möchte jetzt nicht im Feuerwerk an unserem Lob aussprechen. Aber man kann schon mal sagen, der Move mit dem Portal außenrum, um aus der Engstelle rauszukommen. Dann der Infight, wo wir im Nahkampf einfach uns durchsetzen. Da kann man schon mal sagen, dass es ganz gut war. Im Gegensatz zu manchen Moves, wo wir bringen, wo man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kann und sich nachträglich fragt, was für einen Brainlag hatte dieser Typ im Moment. Aber 2 Teams noch, maximal 6 Gegner. Jetzt schon eine sehr ordentliche vorzeigbare Runde, aber wir wollen natürlich mehr. Nur wo sind die Gegner? Okay, ja. Ich weiß, wo die Gegner sind. Eine Watson unterwegs. Und leider in der Zone. Somit pushen. Keine Option. Komplett verschanzt. Suchen wir mal das andere Team. Ich muss ja auch noch irgendwo in der Nähe sein. Vermutlich oben auf dem Ausblick. Ah, das ist das Watson Squad. Ja, ja, beschieß mich ruhig. Die schießen auf mich. Lade meine Schilder auf.
Solange keine Graber kommt, ist mir das relativ egal. Mit 11 Schildzellen in der Hand. Ich wollte nochmal für mein Team einen Bunker aufstellen, in Anführungszeichen. Sprich, Wechselrüstung sollte man im Kampf sein. Problem ist, hier gibt es nur eine weiße Rüstung. Echt? Aber dann könnte man nochmal Granaten mitnehmen. Hier ist ein Bogenstern. Überlege ich, ob ich das Sechser-Scope mitnehme für die Distanz, aber ob jetzt vierfach Zoom sehr oder gut. Sechsfach. Der Ring ist in der Nähe. Bei der Triple Take, wie in der vorherigen Folge erklärt, bringt das eh nichts. Weil irgendwann der Punkt kommt bei ihr, wo sie nicht mehr trifft. Beziehungsweise so lang braucht, bis der Schuss ankommt. Nur noch 30 Sekunden. Der Ring ist in der Nähe. Gehen wir hier lang. Und es wäre natürlich schlau, wenn wir die bessere Position hätten. Der Pathfinder ist für die Endzone immer noch ein richtig guter Teammate. Eine gute Legende. Aber wo ist das dritte Team? Die Watson haben wir gesehen. Alles klar. Wo ist das andere Team? Hier haben wir sie vermutet. Sind sie nicht. Das ist nur noch ein Einzelspieler? Doch unwahrscheinlich. Aber oben lauert keiner auf uns, oder? Sieht nicht so aus. Hinten sind die Kisten auch noch geschlossen. Das heißt, eigentlich sollte keiner in dem Gang hier sein. Warum sage ich's? Ist da ein Mirage-Hologramm? Hoppala. Haben wir zwei Seiten zu verteidigen. Den engen Gang. Und die weite Fläche. Ich halte hier drüben Wache. Ja, haben uns geeinigt. Einer beobachtet den Gang, einer die Fläche und die Wraith. Unsere letzte Bastion sollte etwas schief gehen auf einer Seite. Und da ist eine Graber. Von meiner Seite kommen welche und von anderen auch. Das heißt, wir sind in der Mitte der beiden Teams. Schlecht. Was, wenn er einen Graber-Shot abbekommen? Hier unten muss irgendwo einer sein. Nicht erwischt. Aber den Caustic-Hammer. Da mache ich den Fehler. Nachträglich. Mein Teammate geht jetzt down. Ich habe es nicht mitbekommen. Und werde jetzt von ihm gepusht. Und das sieht nicht gut aus. Da haben wir den Fehler im Endfight gemacht, wie so oft. Haben uns da die Nerven verlassen, vor allem mich. Der Octane hat von hinten gepusht, hat dem Pathfinder nachträglich gedownt. Die Wraith hat ihn übersehen, dass der Octane von hinten an mich ranstürmt. Ich habe gedacht, dass meine Rückseite quasi von meinem Teammates gedeckt wird. Haben uns nicht hundertprozentig perfekt abgesprochen, das ist bei uns sehr oft der Fall, dass wir mal im Eifer des Gefechts keine richtig gescheiten, klaren Calls geben. Weshalb wir dann verdient nicht Erster werden, weil wir im letzten Fight uns die Nerven versagt haben. Ich habe den Caustic runtergefinisht, hätte ihn liegen lassen sollen, hat ein blaues Schild. Wollte nur nicht, dass er um die Ecke krabbelt und aufgehoben wird. Eben mit dem Hintergrund, dass ich von meinen Teammates gedeckt werde. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind Lappen. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!